Hallo ihr Lieben, hier ist Tricia Gayler mit einem Video, das ich schon lange, lange machen wollte. Und zwar geht es da um Wiedergeburt. Ihr wisst ja, ich glaube nicht so wirklich an Religion, weil ich einfach denke, dass wir spüren, dass wir mehr sind, ja. Und dass das einfach die Religion aus den Kulturen über die Jahrtausende entstanden sind, weil wir das in uns spüren. Aber ich glaube wirklich an Wiedergeburt, weil ich einfach denke, es macht Sinn, immer mehr zu lernen. Und wenn ein Gefäß, ja, Körper, alt, verbraucht, krank, was auch immer, ja, wird und man gelernt hat, was man lernen kann, vielleicht in diesem Leben, dass man dann in ein anderes Leben geht. Und ich habe auch schon mal jetzt im Krankenhaus einen Arzt gefragt, ob die schon Fälle hatten, ne, von Nahtodeserlebnissen oder so, ne. Ja, mich interessiert sowas. Ich frage sowas, ehrlich, ohne Scheiß, ne. Weil mich das einfach interessiert. Und der eine Arzt hat mir erzählt, dass sein Opa ein Nahtodeserlebnis hatte. Also, ne, viele Menschen reden ja auch nicht darüber, aus Angst, dass die Leute denken, okay, die sind verrückt oder so. Wie bei uns, nicht weit von hier, eine Dame, die hat das auch gehabt. Deshalb glaube ich schon, dass wir Energie sind. Also, unsere Seele besteht aus Energie und die zieht weiter in den nächsten Körper. Das ist meine persönliche, ja, Meinung. Ich glaube einfach daran. Ich glaube, dass wir hier unten sind, um zu lernen. Und dass das, was wir lernen und lernen müssen, oft vielleicht auch wehtun kann. Und dass alles, was im Leben passiert, irgendeinen Grund hat, den man vielleicht in dem Moment auch nicht begreift und nicht verstehen kann, der furchtbar wehtut, ja. Und wo man wirklich, wo einem das Herz bricht, ja, wenn man es allein schon hört. Und trotzdem wird wahrscheinlich ein höherer Sinn dahinter stehen. Wie gesagt, ich glaube da fest daran. Ich habe auch Erinnerungen an ein früheres Leben als Kind gehabt, vor allem, ja, wo ich meiner Oma erzählt habe, dass ich eine Dame in einem englischen Garten in einem hellblauen Kleid war. Viktorianisch, wahrscheinlich. Viktorianisch würde ich sagen, wie das Kleid ausgesehen hat. Hellblonde Haare. Ja, ich habe diese Erinnerungen wirklich als Kind vor allem sehr, sehr stark gehabt an eine frühere Zeit und war immer schon fasziniert von Dingen, die eine Vergangenheit haben. Also ja, antiken Gegenständen, sag ich mal. Als ob die mich an was erinnern, wo ich sage, okay, ne, das habe ich schon mal in der Hand gehabt in einem anderen Leben. Und wo wir gerade davon reden, als ich nach Amerika kam und nach McKinney kam in Texas, wo mein Onkel lebt, gelebt hat, jetzt wohnt er in Plano und Dallas, aber damals hat er in McKinney gelebt. Und ich war noch nie in diesem Leben in McKinney, ich schwöre es, ja, da, also bevor ich damals dort war. Und ich wusste, wo jede Straße war, ich wusste, wo jedes, was sich wo befindet, obwohl ich noch nie dort war. Ich konnte sagen, jetzt kommt die Straße, jetzt kommt die Straße, jetzt kommt. Sagt er, wer weißt du das? Hast du das im Internet geguckt? Ich, nein, ich weiß es einfach. Als ob ich dort schon mal gelebt hätte. Ich kann es nicht sagen, ob es so war, aber das war ein echtes Déjà-vu, also was man als Déjà-vu halt bezeichnet, ne? Also ich konnte Straßennamen nennen, ich wusste, wer soll ich das wissen, wenn ich da nie war? Und ich habe wirklich nicht im Internet geguckt oder recherchiert oder irgendwas getan. Also ich glaube fest an Wiedergeburt, dass dieses Leben nicht das erste Leben ist und sicherlich nicht das letzte Leben ist, das ich durchmachen werde und durchleben werde. Was glaubt ihr? Hinterlasst mal einen Kommentar, da bin ich echt gespannt. Was haltet ihr von Wiedergeburt? Was haltet ihr von Nahtodeserlebnissen? Ja, glaubt ihr daran? Also ich glaube fest daran, dass es es gibt. Ja, die Seele verlässt den Körper und sieht, was passiert. Der Körper wird wiederbelebt, die Seele kehrt zurück in den Körper und man erinnert sich daran, was man gesehen hat. Ja, was haltet ihr von all dem? Und abonniert meinen Kanal, klickt das Glöckchen an. Ja, bleibt mir treu, kommt wieder, passt auf euch auf. Und ich schicke euch ganz viel Liebe und die besten Wünsche für 2020. Ja, 2020, überlegt euch mal, ne? 2020. Ja, macht's gut und vergesst nicht, ich habe noch andere Videos. Schaut die euch an. Ich freue mich immer, wenn ich einen Daumen hoch kriege oder Kommentar, wie gesagt. Bis bald. Ich denke an euch.